Und dass diese deutschen Schwimmmeisterschaften besser sind als erwartet, das liegt auch an der neuen Konkurrenzsituation über 100 Meter Rücken. Das ist Jenny Mensing, die Europameisterin über diese 100 Meter Rücken. Und sie hat starke Konkurrenz bekommen hier in Berlin durch die 10 Jahre jüngere Selina Hocke. Die schwimmt jetzt wieder neben ihr. Die hat sich schon zweimal geschlagen, vorne in der blauen Badekappe. Das ist Hocke auf Bahn 4, der unteren gelben Bahn. Und eine Bahn darüber, die Favoritin bis gestern, Jenny Mensing. Hocke vorne in der dunkelblauen Badekappe mit der längeren Tauchphase. Gleich mal eine Armlänge vor Jenny Mensing. Das wäre eine Überraschung, wenn die 16-Jährige hier der 10 Jahre älteren Jenny Mensing den nächsten Meistertitel wegnehmen würde. Beide gleich auf nach den ersten 30 Metern. Jetzt schiebt sich Jenny Mensing leicht nach vorne. Mit dem Vorsprung von 900 Sekunden vor Lisa Graf. Selina Hocke zu diesem Zeitpunkt leicht zurückgefallen. Und jetzt macht sich da wirklich schon die größere Routine bemerkbar. Jenny Mensing übernimmt hier klar die Führung. Selina Hocke kämpft um Platz 2 oder 3, ist mittendrin in diesem Duell. Jenny Mensing immer noch vorne. Es geht nicht nur um die Meisterschaft, es geht auch um die Qualifikationsnorm. Und die hat sie noch nicht geschafft. Die weiße Linie verdeutlicht uns das. So sieht das aus. Selina Hocke, kommt die noch mal ran. Ein guter Angriff, der ganz knapp abgewehrt wird. Deutsche Meisterin Jenny Mensing und ganze 200 dahinter. Selina Hocke. Für Jenny Mensing die späte Genugtuung nach zwei zweiten Plätzen hier bei den deutschen Meisterschaften. Jetzt endlich der Meistertitel, endlich die Gewissheit, dass sie dabei sein wird bei den Weltmeisterschaften. Und wird die jetzt enttäuscht sein? 16 Jahre alt, zweimal deutsche Meisterin, einmal zweite. Selina Hocke, die große Nachwuchsüberraschung bei diesen deutschen Meisterschaften. Es war ein großes Duell und die beiden haben sich hier keines großen Blickes gewürdigt. Das ist die Startphase. Und den besseren Start hatte Selina Hocke. Die hat länger getaucht, die war eine Armlänge weiter vorne. Die Entscheidung fiel nach der letzten Wende. Das heißt nach der letzten, nach der einzigen Wende in diesem Rennen. Und da hat Jenny Mensing alles richtig gemacht und dann den Vorsprung ganz, ganz knapp nach Hause gebracht. Ein Wimpernschlag, 200 Sekunden, hier rechts Mensing, links Hocke, die beiden trennen. Beide qualifiziert, tolles Ergebnis für beide. Und für Selina Hocke die Gewissheit, dass sie zu den großen Überraschungen nicht nur dieser deutschen Meisterschaften zählt, sondern auch sicherlich eine große Hoffnung für die Zukunft sein wird.